Ja, wir befinden uns hier in der Kleehalle des K20 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in der Ausstellung The Skin of All der brasilianischen Avantgarde-Künstlerin Lucha Pape. Lucha Pape war eine der wichtigsten Schlüsselfiguren der brasilianischen Moderne und wir zeigen hier Werke aus eigentlich 5 Jahrzehnten, also von ihren frühesten Anfängen als Malerin, über ihre Phase, in der Holzschnitte vorwiegend entstanden sind, über eine experimentellere Phase, wo sie auch choreografiert hat. Später kommen Performances dazu, große immersive Rauminstallationen, Filme, soziale Projekte. Aber Lucha Pape war eben auch eine Philosophin und eine Dichterin. Also sie hat extrem vielseitig gearbeitet, sie hat immer das Neue gesucht. Das bildet diese Ausstellung hier eigentlich in allen Medien sehr schön ab. Die Entwicklung von Lucha Pape als junge Künstlerin und auch später dann eben als Vertreterin der Avantgarde in Brasilien, die liegt in einer Zeit, sowohl während der ersten Diktatur, dann einer Zeit des Aufbruchs, des wirtschaftlichen, kulturellen Aufbruchs und dann aber eben der zweiten langjährigen Militärdiktatur. Und diese politische Ambivalenz, das hat ihr Werk sicherlich sehr, sehr stark geprägt. Sie hat schon sehr jung begonnen, sich als Künstlerin zu engagieren und ist schon mit 20 Jahren einer Gruppe beigetreten, der Grupo Frente, die sich eben damals schon mit der Avantgarde in Europa beschäftigt hat, aber auch sich eigentlich zurückbesonnen hat auf die eigenen Traditionen, insbesondere zum Beispiel auf das anthropophagische Manifest von Oswald de Andrade aus den späten 20er Jahren. Dann hat sie aber immer mehr eigentlich versucht, den Kunstbegriff zu erweitern, hat neue Perspektiven gesucht für sich und ihre Arbeit und hat selbst das neokonkrete Manifest geschrieben, gemeinsam mit Helio Eutisika und Lucha Clark. Und da ging es dann bereits darum, dass man wirklich den Werkbegriff ganz stark öffnet, dass der Betrachter, die Betrachterin wirklich aktiver Teil des Kunstwerks wird, dass das Kunstwerk in allen sinnlichen Dimensionen erfahrbar ist. In den späten 60er Jahren war sie eben auch ein aktiver Teil der sogenannten Tropicalia-Bewegung. Das ist vielleicht die wichtigste und bekannteste kulturelle Bewegung, eigentlich sowas wie eine kulturelle Revolution in Brasilien der späten 60er und 70er Jahre. Eine Art Revolution, die sich natürlich stark mit der Militärdiktatur beschäftigt, auch eine Form des Widerstands, aber eben auch eine kulturelle Revolution. Sie hat eben erst noch mal ihren Werkbegriff erweitert, indem sie stark ins Performative gegangen ist, aber auch indem sie zum Beispiel ihre Kunst um den sozialen Aspekt erweitert hat und eng zusammengearbeitet hat mit Menschen aus den Favelas, mit der indigenen Bevölkerung, mit Kindern, mit Jugendlichen und Menschen, die eigentlich nicht im Zentrum der Gesellschaft stehen. Und das ist, glaube ich, was unglaublich Spezifisches am Werk von Lucha Pape. Sie ist eine Künstlerin, die dem, was wir im Westen in dieser Zeit kennen, noch mal was hinzufügt. Und deswegen interessiert sie uns auch sehr hier im Kontext unserer eigenen Sammlung. In der zentralen Gruppe der Tesselares aus der neokonkreten Bewegung, das sind unikale Holzschnitte, die zwischen 1953 und 1960 entstanden sind, experimentiert sie bereits mit dem virtuellen Raum, der sich in den dreidimensionalen Raum hin öffnet und den sie auch als einen Möglichkeitsraum bezeichnet und wo es um topologische Beziehungen geht von negativen und positiven Räumen. Also es ist ein Experimentieren von geometrischen Formen, die sie durch Punktspiegelung, Achsenspiegelung, Drehungen, Modulation auf der zweidimensionalen Fläche sich entwickeln lässt und wo dem Bild einer Möbiusschlaufe folgend diese Räume
die sowohl innen als außen, unsichtbar, sichtbar, Licht und Schatten verhandeln, das eine in das andere überklappt. Das heißt, es sind bereits diese Faltungen im Raum, die sich hier auf der zweidimensionalen Fläche entfalten lässt. Also sie arbeitet und bezieht die organischen Strukturen des Holzes bzw. der Maserung des Holzes mit in diese streng geometrischen Holzschnitte mit ein. Und dadurch schafft sie eine Form der Verlebendigung. Und somit wird auch jedes dieser Holzdrucke zu einem unikalen Bild, indem sie die Grenze oder die Membran dessen, was zwischen innen und außen, zwischen dem Blatt und der Welt, das sich jetzt metaphorisch eigentlich auf dem halbtransparenten Japanpapier abbildet, als Struktur, als Membran sichtbar wird. In einem nächsten Schritt entwickelt sie dann ihr Buch der Schöpfung, wo sie dann die zweidimensionale Fläche in den dreidimensionalen Raum überführt. Und dieses Buch der Schöpfung ist eigentlich ein Gedicht ohne Worte, wo wir als Mitwirkende eben gefordert sind und die 16 aus dem Quadrat heraus sich entwickelnden und vom zweidimensionalen in den dreidimensionalen Raum sich auffaltenden Strukturen und Formen, die gleichzeitig die Schöpfungsgeschichte der Welt, aber auch menschliche Entdeckungen in 16 Schritten ja erzählen, die dann durch unser Handeln aktiviert werden. So kann die Arbeit Buch der Zeit, die zwischen 1961 und 1963 entwickelt ist, auch als Ausdruck der geformten Zeit eines ganzen Jahres gesehen werden oder als auch die subjektive Erfahrung von dem, was Zeit sein kann, erlebbar werden, indem wir 365 verschiedene Variationen von einem Quadrat erleben, aus dem Lydia Pape jeden Tag neu eine Struktur geschaffen hat, wo sie aus dem Quadrat Elemente herausgenommen hat, sie drangesetzt hat oder draufgesetzt hat und mit den Grundfarben plus Schwarz und Weiß bemalt hat, um damit subjektive Zugänge zu schaffen zu dem, was ein Jahr sein kann. Und hier sozusagen in der explodierten Form kommt es dem nahe, was Lydia Pape eben immer wieder als dynamischen Raum bezeichnet hat. Während viele ihrer Freunde und Kollaborateurinnen das Land während der Diktatur verlassen haben, ist Lydia Pape in Brasilien geblieben und hat mit ihren Arbeiten unweigerlich auch Formen geschaffen, wo sie durch eine subtile Andeutung und mit einem, wie sie selbst sagt, politischen Unterton und verschiedensten Annäherungen gesellschaftspolitische Themen verankert hat. Gleichzeitig sind es aber auch Arbeiten, die einen unheimlich poetischen Ausdruck immer wieder auch haben. Ihre vor allem Super-8-Filme und ihre ephemeren Performances zielen auch immer wieder auf das kulturelle Konzept der Anthropophagie ab. Also ihre Ausflüge in die Favela de Mare mit ihren Studierenden oder an andere Orte der Stadt, ihre Auseinandersetzung mit dem Prekären aus der urbanen Peripherie, mit den marginalisierten und unterdrückten Kulturen und Bevölkerungsschichten können als experimentelle Übung der Freiheit jenseits der erstickenden Atmosphäre eines diktatorischen Regimes gelesen werden und nach ihrer Suche nach den gemeinsamen brasilianischen Wurzeln, die sie in ihren Arbeiten immer wieder beschworen hatten und wo sie in Rückbeziehung auf das anthropophage Manifest, also den kulturellen Kannibalismus, also das Verschlingen des Fremden, das Aufnehmen des Fremden und das Verarbeiten des Verdauens und das Ausscheiden als das eigene, die eigene Kultur immer wieder beschworen hat. Es gibt einen Text, in dem sie davon spricht, dass es das Ziel ist, einen Raum zu weben. Und damit meint sie eigentlich den kreativen Prozess, den sie als Künstlerin und wir als Mitwirkende mit ihr gehen. Und dieses Weben erzeugt das, was sie sagt, was ich als magnetisierte Räume bezeichne. Es sind geografisch genau bestimmte Grenzsituationen, in denen besondere Dinge von poetischer Qualität geschehen. Und diese poetischen Dinge hat sie auch im Zuge ihrer alternativen pädagogischen Praxis erprobt, wo sie mit den Studierenden in den Außenraum gegangen ist, in die Stadt von Rio de Janeiro, aber auch in den Wald, wo sie goldene Fäden zwischen, wie sie selbst sagt, die Gerüche und Geräusche und Bäume der Wälder gesponnen hat. Das war 1978 und ausgehend von diesem experimentellen Kurs hat sie nun dann diese Erfahrung, dieses poetische Weben von silbernen und goldenen Strukturen eben in diese immersive Rauminstallation Tetea, wo sie den Rückbezug auch wieder herstellt zu den frühen Tessellares, also den Webungen ihrer Holzschnitte, wo auch dort diese
feinen Lichtstrukturen aus dem dichten Schwarz heraufklaffen und wo sie den Raum eben in diese unterschiedlichsten Erfahrungen ineinander überklappen lässt. Und es ist vielleicht diese berührende Erfahrung, die wir als körperlich Eingebundene, die wir nun ständig unsere Position und Perspektive ändern müssen, eingeladen sind, uns in diesem Raum zu bewegen, was sie hier geschaffen hat und ein Gefühl dessen vermittelt, was Lygia Pape gemeint haben könnte, wenn sie davon sprach, ich will in einem intensiven poetischen Zustand arbeiten. Ich bin auf der Suche nach einem Gedicht.